Die schwarzen Bücher sind eine der großen Neuerungen, die mit dem Dragonborn DLC eingeführt wurden. Sie sind dädrische Artefakte, mit denen wir nach Apokrypha reisen können, das Reich des Dädra-Prinzen Hermeus Mora. Abgesehen davon gibt uns aber auch jedes schwarze Buch die Wahl zwischen drei besonderen Fähigkeiten. Einige davon sind wirklich aktive Fähigkeiten, andere sind passive Effekte, aber nützlich sind sie eigentlich alle. Deswegen wollen wir uns in diesem Video die schwarzen Bücher mal ganz genau anschauen. Wo finden wir sie, welche Fähigkeiten enthalten sie und welche Fähigkeiten sind für welchen Spielstil am besten geeignet? Wenn euch dieses Video gefällt, lasst sehr gerne einen Like da und abonniert den Kanal, um keine Skyrim-Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Erstmal, wie findet man überhaupt die schwarzen Bücher? Nun, zwei davon findet man früher oder später sowieso, wenn man die Hauptquest vom Dragonborn DLC durchspielt. Die übrigen davon findet man auf herkömmliche Weise so, dass man auf Solstheim immer mal wieder ein paar verrückten Menschen begegnet, die einem dann von schrecklichen Dingen erzählen und dann einen entweder angreifen oder sich mit einem Zauber in den Himmel katapultieren und dann wieder abstürzen. Wenn wir diese dann töten bzw. diese sich selber getötet haben, tragen sie eine Notiz bei sich, die auf den Aufenthaltsort eines Buches schließen lässt. Das aber nur für diejenigen, die auch wirklich selber alle Bücher finden wollen. Ich sage euch natürlich in diesem Video alle Aufenthaltsorte der Bücher. Wenn ihr diese Bücher dann liest, gelangt ihr natürlich nach Apokrypha, aber das funktioniert tatsächlich nur, wenn ihr euch auch auf der Insel Solstheim befindet. Wenn ihr in Himmelsrand seid, schließen sich die Bücher direkt wieder. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die einzelnen Bücher an. Als erstes haben wir das schwarze Buch mit dem Titel Das verborgene Zwielicht. Dieses ist tatsächlich relativ einfach zu finden, denn es befindet sich in Telmytrien, also in dieser großen Pilzformation im Südosten der Insel Solstheim. Dann betreten wir den großen Pilz in der Mitte, allerdings werden wir dann feststellen, dass das Zimmer, in dem sich das schwarze Buch befindet, verschlossen ist. Denn wir müssen vorher mit Nelod sprechen und für diesen die Quest Diener wider Willen erledigen. In dieser Quest bittet uns Nelod darum, seine Dienerin Varona Nelas zu finden, welche sich vermutlich in der Nähe von Telmytrien befindet. Das Knifflige an dieser Quest ist, dass wir am Anfang keinen Questmarker für Varona haben, deswegen fragen wir in Telmytrien bei der Trankmischerin nach, die einem dann erzählt, dass Varona nach Rabenfels unterwegs sei. Daraufhin erscheint dann ein Questmarker und der Rest der Quest ist relativ selbsterklärend, deswegen überspringe ich das an dieser Stelle mal. Und wenn wir die Quest dann abgeschlossen haben, gibt uns Nelod den Schlüssel für das Zimmer und wir können uns das schwarze Buch nehmen. Wenn wir das lesen, werden wir erstmal wieder nach Apokrypha teleportiert, wo wir dann ein paar Schleicher und Sucher töten müssen und ein paar kleinere Rätsel lösen müssen. Auch hier gehe ich jetzt nicht genau darauf ein, wie man die einzelnen Kapitel des Buches löst, denn erstens wäre das Video dann wirklich viel zu lang und zweitens will ich natürlich auch nicht alles vorwegnehmen und ich vertraue auch darauf, dass ihr das alleine hinbekommt. Und wenn ihr doch mal Schwierigkeiten habt, gibt's im Internet außerdem schon haufenweise Walkthroughs dazu. Wenn wir aber dann am Ende des letzten Kapitels des Buches angekommen sind, haben wir die Wahl zwischen drei verschiedenen aktiven Fähigkeiten, die wir wählen können. Erstens haben wir hier Moras Qualen. Diese Fähigkeit beschwört viele Tentakel, die den Gegner angreifen und ihn vergiften. Diese Fähigkeit ist natürlich besonders für Krieger und Magier gut geeignet, aber eventuell funktioniert sie auch für Assassinen, wenn man den Perk Stummes Zaubern aktiviert hat. Wenn man aber einen düsteren oder arkanen Krieger spielen will, dann ist diese Fähigkeit unverzichtbar, würde ich behaupten. Dann haben wir Moras Gunst, welches die gesamte Gesundheit, Magicka und Ausdauer unseres Charakters wiederherstellt. Diese Fähigkeit ist natürlich universal einsetzbar und ist eigentlich für alle Spielstile immer mal wieder nützlich. Und dann haben wir noch Moras Umklammerung, womit wir ein Ziel 30 Sekunden lang zwischen der Oblivion-Ebene und Tamriel gefangen halten können und es dementsprechend 30 Sekunden lang immun gegen Schaden ist. Das ist natürlich besonders nützlich, wenn ihr mit einem Begleiter unterwegs seid, der gerne mal stirbt, denn damit könnt ihr diesem eventuell dann das Leben retten. Als nächstes haben wir das schwarze Buch Der bleiche Regent. Dieses finden wir in einer alten Nordruine, die ich in meinem letzten Video schon thematisiert habe, nämlich im Weißkamm-Hügelgrab. Das Buch finden wir in einem großen Raum, in dem sich übrigens auch ein Drachenpriester befindet, direkt gegenüber von der Wortwand. Dieses Buch enthält ausschließlich passive Fähigkeiten, die allerdings alle sehr gut sind und sich definitiv lohnen. Da haben wir erstens Machtsucher, was dafür sorgt, dass sich all unsere Kampffähigkeiten um 10% verbessern. Dann haben wir Magiesucher, die dafür sorgt, dass all unsere Zauber 10% weniger Magicka verbrauchen. Und dann haben wir schließlich noch den Schattensucher, welches dafür sorgt, dass all unsere Heimlichkeitsfähigkeiten um 10% verbessert werden. Und um das Offensichtliche nochmal kurz in Worte zu fassen, natürlich ist Machtsucher für Krieger, Magiesucher für Magier und Schattensucher für Diebe und Assassinen zu empfehlen. Also für den doch relativ geringen Arbeitsaufwand, der dahinter steht, auf jeden Fall sehr gute Effekte, die man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte. Als nächstes haben wir das schwarze Buch Filament und Filigran. Dieses finden wir im Kolbjorn-Hügelgrab während der Quest Ausgrabungsarbeiten.
Die Quest startet, wenn wir uns zum Kolbjörn-Hügelgrab begeben und dort mit Rales Sedaris sprechen. Die Quest dauert zwar etwas länger, ist allerdings relativ simpel, weswegen ich mich hier kurz fasse. Rales Sedaris ist ein Forscher, der das Hügelgrab erforschen will und dort nach Relikten sucht, allerdings fehlt ihm das Geld, um die Ausgrabungsarbeiten zu beginnen. Kurz gesagt, wir sollen insgesamt viermal zu ihm zurückkehren und insgesamt 11.000 Goldstücke investieren. Das ist natürlich relativ viel Geld, aber wir können einen großen Teil davon später wiederbekommen, indem wir die Hinterlassenschaften der Toten und die Relikte aus dem Grab verkaufen. Außerdem steht am Ende der Quest wieder ein Drachenpriester, weswegen sich die Quest auf jeden Fall lohnt, falls ihr die Drachenpriestermasken sammelt. Jedenfalls haben wir nach dem Kampf gegen den Drachenpriester Zugriff auf das schwarze Buch Filament und Filigran. Auch dieses Buch enthält wieder drei sehr gute aktive Effekte. Erstens haben wir die Fähigkeit Geheimnis der Stärke. Diese Fähigkeit sorgt dafür, dass mächtige Angriffe für 30 Sekunden keine Ausdauer mehr kosten. Dementsprechend eignet sich diese Fähigkeit natürlich besonders gut für Krieger. Zweitens haben wir noch das Geheimnis des Arkanen. Das sorgt dafür, dass Zauber für 30 Sekunden lang keine Magika mehr kosten und ist dementsprechend natürlich auch besonders für Magier zu empfehlen. Das Coole an dieser Fähigkeit ist, dass wir damit einige Magierfähigkeiten wirklich in Sekunden auf Level 100 leveln können. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut gerne mal in meinen Level-Guide für Magier rein, den ich euch jetzt oben einblende und unten in der Videobeschreibung verlinke. Und dann haben wir drittens noch das Geheimnis des Schutzes, was dafür sorgt, dass wir für 30 Sekunden lang nur den halben Schaden erleiden. Auch das ist natürlich besonders für Krieger und Magier besonders gut. Auch wenn ihr zum Beispiel einen Berserker spielt, solltet ihr auf diese Fähigkeit auf jeden Fall nicht verzichten. Als nächstes haben wir das schwarze Buch Unerzählte Legenden, was ich ebenfalls in einem meiner letzten Videos schon mal am Rande erwähnt hatte. Dieses Buch finden wir in der Höhle Benkongerike im Nordosten der Insel Solstheim und das schwarze Buch befindet sich auch hier in der Nähe einer Wortmauer. Und auch hier gilt, obwohl wir an das schwarze Buch relativ einfach rankommen, sind die Fähigkeiten darin doch wirklich nützlich. Und zwar haben wir hier erstens die Fähigkeit Schwarzmarkt, die aufmerksame Zuschauer meines Kanals schon kennen. Diese Fähigkeit ruft einen Dremora-Händler herbei mit 2000 Goldstücken im Inventar, der alle zwei Tage sein Angebot komplett erneuert und der auch dädrische Rüstungsteile und Waffen anbietet. Diese Fähigkeit lohnt sich natürlich besonders dann, wenn man sich erstens zum Beispiel öfters mal mit überfülltem Inventar in einer Höhle wiederfindet und nicht alles wegwerfen will, sondern es eben dann verkaufen kann und zweitens, wenn man keine Lust hat, Schmiedekunst hochzuleveln, aber trotzdem gerne eine dädrische Rüstung und dädrische Waffen haben möchte. Als nächstes haben wir die Fähigkeit Badenwissen, die eine Trommel herbeiruft, die musiziert und damit die Ausdauerregeneration von uns und unserem Begleiter erhöht. Diese Fähigkeit ist zwar ganz okay, aber verglichen mit den anderen Fähigkeiten aus den schwarzen Büchern finde ich die eher etwas schwach, deswegen würde ich euch eher zu den anderen beiden Fähigkeiten raten. Es sei denn, ihr habt nie Probleme mit Platzmangel im Inventar, denn auch die dritte Fähigkeit hilft euch hier weiter. Nämlich Geheimer Diener und diese Fähigkeit ruft einen Dremora-Diener herbei, der Gegenstände für uns tragen kann und zwar bis zu 148 Kilo. Gut, das Wort Kilo benutzt man in Himmelsrand wahrscheinlich nicht, aber ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung, wie man das da überhaupt nennt. Diese Fähigkeit lohnt sich natürlich besonders, wenn ihr weder wegschmeißen noch verkaufen wollt. Grundsätzlich würde ich euch hier am ehesten zu der Fähigkeit Schwarzmarkt raten, aber letzten Endes, das kann ich übrigens an dieser Stelle auch mal erwähnen, man kann die Fähigkeiten immer wieder ändern, das heißt, wenn ihr mit eurer Wahl unzufrieden seid, könnt ihr immer wieder das schwarze Buch lesen und eure Fähigkeit ändern. Als nächstes haben wir das schwarze Buch Verbriefter Scharfsinn. Dieses schwarze Buch bekommen wir während der Quest Der Weg des Wissens, welches zur Hauptquestreihe von Dragonborn gehört. Dementsprechend gehe ich auch hier jetzt nicht auf die Quest ein, denn ihr werdet das schwarze Buch bei der Hauptquest sowieso früher oder später bekommen. Auch hier können wir wieder zwischen drei verschiedenen Fähigkeiten wählen, nämlich erstens Macht des Drachenbluts. Diese Fähigkeit sorgt dafür, dass der Schrei unerbittliche Macht mehr Schaden macht und Gegner sogar auflösen kann. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Krieger oder Magier spielt und diesen Schrei oft einsetzt, lohnt sich diese Fähigkeit auf jeden Fall. Als nächstes haben wir die Fähigkeit Flamme des Drachenbluts. Diese Fähigkeit finde ich besonders cool, denn diese sorgt dafür, dass wenn wir den Schrei Feueratem einsetzen und damit einen Gegner töten, dass dann ein Feuerdrache erscheint, der 60 Sekunden lang für uns kämpft. Ziemlich cool also. Auch hier gilt also wieder, wenn ihr diesen Schrei öfters nutzt, dann lohnt sich diese Fähigkeit auf jeden Fall und ich würde sogar sagen, allein wegen dieser Fähigkeit lohnt es sich schon, den Schrei öfter mal zu benutzen. Und dann haben wir noch die Fähigkeit Frost des Drachenbluts, was dafür sorgt, dass wir mit dem Schrei Frostatem Gegner komplett in Eis hüllen können. Und auch hier, wenn ihr den Schrei oft benutzt, lohnt sich diese Fähigkeit natürlich. Als nächstes haben wir das schwarze Buch Wachträume. Dieses bekommen wir während der Quest Der Tempel von Mirahark und da es sich dabei um die zweite Hauptquest vom Dragonborn DLC handelt, gehe ich auch hier nicht genau auf die Quest ein. Dieses Buch funktioniert tatsächlich etwas anders als die übrigen, denn hier können wir nicht zwischen drei verschiedenen Fähigkeiten wählen. Wenn wir allerdings die entsprechenden Quests abgeschlossen haben, können wir mit diesem Buch tatsächlich ganze Skillbäume zurücksetzen und bekommen dementsprechend dann auch die investierten Perks zurück.
Das können wir beliebig oft machen, allerdings kostet das dann jedes Mal eine Drachenseele. Seit der Legendary Edition lohnt sich das allerdings meiner Meinung nach nicht mehr ganz so, denn wenn wir einen Skill auf Level 100 gelevelt haben, können wir den natürlich ohnehin zurücksetzen, auch ohne dieses schwarze Buch. Allerdings müssen wir den Skill hierfür nicht erst auf Stufe 100 leveln, dementsprechend hat dieses Buch auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung. Und zu guter Letzt haben wir noch das schwarze Buch Wind der Veränderung. Hier frage ich mich übrigens, ob der Titel eine Hommage an das berühmte Lied von den Scorpions ist, aber das lasse ich mal euch entscheiden. Jedenfalls finden wir dieses Buch im Blutskaldenhügelgrab, wo wir während der Quest die letzte Einfahrt hineingelangen. Diese Quest können wir uns bei Crescius Caerellius abholen, den wir in der Mine von Rabenfels finden. Diese Quest empfehle ich euch allein schon deswegen, da wir dort eine ziemlich coole und einzigartige Waffe finden können. Auch hier können wir wieder zwischen drei verschiedenen Fähigkeiten wählen. Als erstes haben wir den Effekt Einsicht des Gelehrten und diesen finde ich besonders cool, denn der sorgt dafür, dass wir, wenn wir ein Lehrbuch lesen, nicht ein, sondern zwei Level hochleveln. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall relativ früh, also sobald man das Dragonborn DLC beginnen kann, diese Quest zu machen, denn dann sind die Lehrbücher, die wir im Folgenden finden, natürlich doppelt so effektiv. Als nächstes haben wir den Effekt Einsicht des Gefährten. Dieser Effekt sorgt dafür, dass unsere eigenen Angriffe, Schreie und Zauber unserem eigenen Begleiter keinen Schaden mehr zufügen können, also lohnt sich das vor allem für diejenigen, die gerne mal den eigenen Begleiter aus Versehen töten. Und zu guter Letzt haben wir den Effekt Einsicht des Liebenden. Dieser Effekt sorgt dafür, dass wir Gegnern des anderen Geschlechts 10% mehr Schaden machen und bei Händlern des anderen Geschlechts um 10% bessere Preise bekommen. Dieser Effekt ist natürlich ganz nett, aber lohnt sich jetzt auch nicht ungemein. Da die meisten Gegner und ich denke auch die meisten Händler in Skyrim allerdings männlich sind, lohnt sich dieser Effekt mehr, wenn ihr einen weiblichen Charakter spielt. Abschließend würde ich auf jeden Fall sagen, dass es sich sehr lohnt, alle schwarzen Bücher in Skyrim zu sammeln, da wir dann bis zu 7 nützliche Effekte und Fähigkeiten in unserem Fähigkeitsmenü haben können. Und auch wenn euch die aktiven Fähigkeiten nicht besonders zusagen, dann lohnt es sich zumindest die schwarzen Bücher zu sammeln, die passive Effekte beinhalten, denn dadurch habt ihr wie gesagt einen passiven Vorteil. Das waren also alle Infos zu den schwarzen Büchern in Skyrim. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber falls doch, schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare, denn das Thema ist natürlich etwas umfangreicher. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst außerdem sehr gerne mal einen Like da und abonniert den Kanal, um keine Skyrim-Videos mehr zu verpassen. Hier geht es jetzt weiter mit zwei weiteren Skyrim-Videos, also schaut gerne rein, wenn euch das interessiert. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!